Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Wir haben eigentlich soweit hier Hauptquest-mäßig alles gemacht und müssen jetzt, oder müssen nicht, aber ich werde jetzt noch die paar, oder die beiden, Monsteraufträge machen, die ich machen kann. Wenn man ganz kurz hier, meditieren. Wir haben Freya zu danken. Und wenn ich das gemacht habe, werde ich noch die Schatzsuche wahrscheinlich machen und mal die Fragezeichen anfangen abzugehen. Und dann bin ich mal gespannt. Ich habe auch ganz schön viel Stuff dabei. Sollte ich mal vielleicht verkaufen irgendwie. So, erstmal müssen wir gucken. Wir müssen nach Blandare. Ich suche auch noch ein Dorf, weil ich weiß, da gibt es noch eine Quest. Ich weiß aber leider nicht, wo das Dorf ist. Also ich weiß, es auf den Faroe-Inseln. Ich glaube, die sind im Süden, also ganz unten. Aber das ist da gibt es eigentlich nur zwei so eine komischen Dörfchen drauf. Also keine Ahnung. Müssen wir halt mal schauen, wenn ich durch die Gegend reite, vielleicht finde ich es ja, wenn man die ganzen Fragezeichen absucht. Aber erstmal wollen wir natürlich mit dem Mann hier im Haus sprechen. Wir laufen einfach mal kurz über die Dächer rüber. Ich suche nämlich mal eben den Eingang. Ah, scheiße, hier ist kein Eingang. Das ist natürlich gut. Eingang, ja gut, dann vielleicht können wir hier rein. Ja, Geralt, das kann man machen. Kann einfach mal da raufspringen, was soll's denn? Laufen wir hier lang. Hier, okay, hier scheint ein Eingang zu sein. Alles klar. Hä? Ach, da ist die Tür noch. Okay. Dann gehen wir noch durch die Tür und reden mit ihm hier. Mit Jar, oder wie er heißt. Gegrüßt, Hexer. Hallo. Ich bin wegen der vermissten Bergleute hier. Vielleicht kann ich helfen. Was ist passiert? In den nördlichen Hügeln soll es Silber geben. Weil wir Geld für die Langschiffe brauchen, für unsere Überfälle, haben wir einige Kerle geschickt, um nachzusehen. Sie sind nicht zurückgekommen. In den Hügeln gibt es nicht viel Silber, dafür aber Monster. Ich sehe nach, ob die Bergleute auf welche gestoßen sind. Ich danke dir, Hexer. Und vermutlich sind sie es. Das ist ja seltsam. Ja, total seltsam. So, okay, wo muss ich denn dann hin? Kann ich da hinreisen? Na, nicht so wirklich. Gut, dann brauche ich mit denen auch... Dann komme ich hier vorbei, vielleicht kann ich das dann eben mal machen, wenn ich da eh vorbei laufe. Oder reite. Ja, Plötze, wieder total super, wo du spawnst, ey. Du bist mir schon ein super Gaul. So, jetzt komm her. Warum denn immer so weit weg, Plötze? Meine Güte, du, meine Güte. Was heißt denn hier? Tö. Gib dir mal gleich Tö in die Fresse, Junge. Lauf, Plätze. So, Plätze, lauf. Lauf, 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 lauf. Langsamer. Plötze, du darfst da doch nicht rein. Du weißt das doch. Los, lauf. So, wir wollen auf dem... Ne, auf dem Weg würde ich anscheinend... Oder doch? Ja, jetzt möchte ich doch auf dem Weg laufen. Alles klar. Jetzt möchte ich doch. Dann machen wir das auch. Ich muss da... Langsamer. Hin. Hier. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Monster war, wie stark das ist. Hallo? Nicht so schnell, Plätze. Hä? Ach nee, ja, mir fällt gerade ein, warum ich das nicht gemacht habe. Das Monster habe ich schon besiegt, aber ich finde den Schatz nicht. Ich dachte vielleicht irgendwas Unterirdisches, aber irgendwie nicht so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo der sein soll. Ich meine, gut, vielleicht könnte man einfach mal hier reingehen. Das wäre natürlich mal eine gute Möglichkeit. Was jetzt, du Stück Dreck? What? 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 Moment. Moment, ich muss mal kurz raus. Alter, da kommen einfach mal ganz schön viele. So, weg mit euch. Du kleinen Stinker, hä? Du willst auch noch ein bisschen Spaß? Na, komm her. Ja, ist mir egal, ob du nicht materialisiert bist. Ich hau dich trotzdem. Komm her. Komm. Erscheinung? Könntest du zurückkommen, bitte? Könntest du bitte zurückkommen? Komm jetzt hier in meinen Superkreis. Ich habe den extra angefertigt. So, ich habe endlich diesen Eingang gefunden. Läuft.
So, muss ich nur gucken. Da. Da ist der Schatz. Oh, guck mal, was habe ich denn da gefunden? Irgendwas Redanisches in der Ich finde dieses Design von denen, von, also ich finde die echt hässlich, ne? Oh, gib mir Vitalität, 15 Durchbohrungsresistenz, 20 zerschmettern und aufschlitzen. Ah, die wäre eigentlich besser. 6% Chance, Schaden zu reflektieren. Das ist natürlich schon eine nice Sache. Ich finde das Ding trotzdem hässlich. Also im Grunde, wenn ich jetzt wirklich auf die Rüstung einfach nur gehe, müsste ich das definitiv nehmen. Ich finde es aber potthässlich. Naja, ganz ehrlich, ich bleib erstmal bei dem. Ich hoffe, die sieht einigermaßen gut aus. Ich glaube aber, die sieht auch scheiße aus. Hab ich so. Na, ich habe die Befürchtung. Ich sollte vielleicht auch nochmal verkaufen, bevor ich irgendwo hingehe. Ich glaube, das könnte mir helfen. Ich habe nämlich so viel Stuff dabei. Das geht ja auf keine Kuhhaut. Deswegen gehen wir nochmal kurz zum Dorf zurück. Da gibt es ja, glaube ich, Händler und so in Blandare. Gehen wir mal kurz hier hin. Da wird es doch bestimmt auch jemanden geben, der meine Rüstung und meine Schwerter und alles, was ich nicht mehr brauche, haben möchte. Es ist nämlich ein bisschen nervig, wenn man hier die ganze Zeit nur so blöd laufen kann. Ich finde halt auch, dieses Outfit passt mega gut zu einem Hexer irgendwie. Ich weiß nicht. Eher so eine leichte Rüstung, ne, die ein bisschen Bewegungsfreiheit nicht einschränkt. Also beim Rüstungsdesign, da haben die sich jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, finde ich. Das haben die echt nicht so geil hingekriegt. Also die meisten sehen echt so dumm aus. Schade eigentlich, schade. So, wir haben hier auf jeden Fall schon mal einen Händler. Ich hoffe, dass der mir ein bisschen was von meinem Zeug abkauft. Heute könnte dein. Ja. So. Lass mich mal sehen. Was hat er denn so? Ah, guck mal, der möchte auf jeden Fall kaufen. Der hat nicht so viel Geld. Schade eigentlich, der kann nämlich auch nicht so viel ausgeben für meine Sachen. Sehr, sehr schade. Oh, die ist besser? Okay, die muss ich mir gleich nochmal angucken. Okay, die. Ah, das ist teuer. Das Ding ist echt teuer. Aber egal. Jetzt hat er nicht mehr genug, ne? Fuck. Ha! Nehme ich. Habe ich zweimal. Scheiße. Egal, nehme ich trotzdem. Dann hat er nämlich ein bisschen Kohle und kann mir wieder Sachen abkaufen. Oh, die ist auch. Oh, da muss ich auch nochmal gleich gucken. Jetzt hat er nicht mehr genug Geld, aber willst du mich verarschen? Ich habe noch so viel Stuff, Junge. Okay, ich muss was bei ihm kaufen. Du hast leere Flaschen, finde ich toll. Du hast aber auch hier so ein bisschen lecker Likör. Nehme ich jetzt einfach für 400. Macht ja nichts. So, die wollte ich mir gleich angucken. Das Ding geht nochmal weg. Das und das geht auch weg. 14.500, ey. Meine Fresse. Die Armbrust kann weg. Die Stiefel gucke ich mir. Wobei, warte mal, was haben die? 2, 3, 4. Durchbohrung, zerschmettern, aufschlitzen. Ein Durchbohrung, ein zerschmettern, aufschlitzen. Verbrennresistenz noch. Die bieten mir aber durchaus viel mehr Rüstung. Ich könnte gegen ihn. Spielen. Ich überlege, ob ich das noch mache. Ich meine, warum nicht, ne? Die sind besser, aber deutlich. Also. Naja, mehr oder weniger deutlich. Hat aber eigentlich die gleiche Machart. Nehme ich aber trotzdem und hau da jetzt auch eine fette geile Rune rein. Ich weiß nur noch nicht genau was. Igni Axi. Axi ist auch nicht schlecht, aber. Ach komm, wir machen mal hier. So. Passt. Dann verkaufe ich noch die Stiefelchen und dann ist gut. Ich glaube, dann mache ich mal noch ein kleines Game gegen ihn. Warum nicht? Ich habe zwar das Turnier schon gewonnen, das Turnier ist im Säckchen, aber man kann ja immer noch das ein oder andere vielleicht, ne? Er hat nur 8 Gold. Okay. Das ist toll. Pass auf, wir machen Folgendes. Wir kaufen dir mal ein bisschen was ab. Und zwar davon 2. Ich denke, dann kannst du dir das auch wieder leisten. Wunderbar. Und dann spielen wir einfach nochmal eine Runde Karten. Warum nicht? Machen wir für 10. Das denke ich auch. So, mal gucken. Ja, wir nehmen einfach das königliche Dingsbums Nilfgaard, das reicht schon. Ich will Geralt als Karte haben. Mann. Niemand gibt mir Geralt als Karte, das ist doch scheiße. Ach, das ist echt schlimm, ne? Du weg, dann kriege ich Kyra Metz, auch gut.
Die weg. Ah, kriege ich die. Naja, immerhin. Eigentlich wollte ich ja nur was verkaufen, tja. Und jetzt spielen wir noch eine Runde Karten. Das ist ja super toll. Na, mal gucken, was er noch so am Stissel hat. Ach, guck mal, so, ach, stimmt, ich habe sogar noch einen Spion. Ein Spion. Ah. Ich hab die bekommen, was noch? Ach, ihn. Okay. So, gut, du haust so einen Scheiß raus, pass mal auf, ich hau noch ihn raus und dann hau ich das noch raus und dann, hier, weißt du? Sollte das reichen, hoffe ich. So, wobei 33, 21, könnte eng werden. Fuyu! Arsch. Okay, dann muss ich das halt jetzt einsetzen. Machst du nix, ne? Machst du nix? Was hat er die Karte nochmal? Okay, dann, ja. Sei es drum, hast du gewonnen. Ich passe. Weil da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Gut, dann ist das so. Ja, dann fang an. Was? Er passt. Okay. Wenn er passt, ich setze die Karte, die kann ich mir nämlich wiederholen. Kann ich mir jetzt nämlich auch noch eine Karte ziehen. Kann nämlich noch zwei wieder zurückholen, das finde ich sehr geil. Jetzt habe ich noch eine Heldenkarte bekommen, sehr gut. Okay, was da für ein Plan hintersteckt, verstehe ich auch nicht. Wenn ich ehrlich bin, ne? Okay, er hat die auch, ist interessant. So, gut, das hätte ich nämlich vielleicht auch sogar getan. Beziehungsweise, das tue ich sogar. Ich habe ja nämlich auch eine Spion... Hier. So, und kriege ich auch nochmal zwei Kärtchen zurück. Oh, cool. Kriege ich Taler nochmal selbst. Sehr geil. Dann hauen wir den nochmal schnell aufs Feld. Oh, das ist krass. Das ist krass, das ist krass. Krass gut, natürlich. Okay, dann hauen wir die erstmal rauf. Habe ich leider keine zweite Karte von. Sehr, sehr ärgerlich. Ja, ja, mach mal, ne? Ich komme dann auch gleich. So, Yennefer. Würde sagen, ich hole mir den zurück. War klar. Natürlich sind auch wieder nur meine Karten betroffen. Das ist ja spitze. Naja, macht nichts. So, jetzt kommen meine vier Heldenkarten zum Einsatz. Mehr kann ich leider nicht machen. Okay, wenn ich die einsetze, ist seine 12er Karte weg, ne? Dann mache ich das. Ha! Hast du dir wohl so gedacht, mein Freund? Hast du dir wohl so gedacht? So. Noch sieht's gut aus. Er hat noch zwei Karten. Ich weiß halt nicht, was er hat, aber... Okay, das ist bitter. Das ist sehr, 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 sehr bitter. Jetzt kommt's drauf an, was hat er noch? Ach, leck mich doch am Arsch. Das kann doch nicht dein fucking Ernst sein, Junge. Ich habe ja danach noch eine Karte, ne? 61, ja, habe ich verloren. Ich kann die zwar bringen, aber ja, bringt jetzt auch nicht so viel. Hat der echt gewonnen? Gut, das spiele ich nochmal, ne? Ist klar. Die kleine Hure. Heute könnte der. Ja, ja, fick dich. Spiele ich jetzt nochmal. So, hier. Das denke ich.
Toll, das, obwohl ich eigentlich was anderes machen wollte, du sackgesichtiger Sack, ey. Meine Fresse. So, was habe ich? Die Karte will ich nicht. Was habe ich denn hier noch so? Ein Spion, okay. Ja, der kann eigentlich auch weg. Habe ich nämlich drei Spionen. Das ist sehr gut. Drei Spionen ist sehr gut. So, sehr gut. Das fuckt ja richtig ab, du. Okay. Jetzt habe ich ihn noch dazu bekommen. Who knows? So, ich schaue natürlich erstmal alle Spione raus, die ich habe. Auf jeden Fall die. Und was noch? Keine Ahnung. Eine Heldenkarte, glaube ich. Könnte sein. So, dann kriegst du das auch noch dazu. Hast du schon mal einen starken Angriff hier? Läuft. Ach, guck mal, ich habe noch einen Spion bekommen. So, der gute Mann passt. Ja, ja, während du passt, werde ich mal noch den hier raushauen. Und jetzt... Will ich die gewinnen, die Runde, oder nicht? Wenn ich die Runde gewinnen will, würde ich die Karte und die Karte bringen. Dann hätte ich 10, dann mache ich das. Nee, dann unentschieden könnte ich dann erreichen. Oder ich könnte das. Mache ich, glaube ich, auch. Weil ich habe eh nur 2 Karten davon. Ach doch, ich habe erklärende Kälte noch. Ja, warte mal, wir machen mal die beiden. Ich mach mal klirrende Kälte. Ach, aber später könnten die vielleicht mehr, aber ja, egal. Klirrende Kälte, dann geht das wieder runter. Jawohl, habe ich mit einem Punkt gewonnen. So, dann kann ich nämlich jetzt schon mal noch eine Karte ziehen. Und jetzt geht's los. Er wird wahrscheinlich sowieso eine Karte haben, um meine zu vernichten. Das heißt, die sind dann gleich weg. Möchte ich zumindest vermuten. Ich habe jetzt leider keine Spione mehr auf der Hand. Sehr, sehr schade. Ich könnte ihn noch stärker machen, aber... Naja, mach mal deinen extrem dichten Nebel. Das ist alles gar kein Thema. Habe ich kein Problem mit. Was habe ich denn hier auf dem Friedhof? Weiß ich nicht. Wir probieren das mal aus, was wir da haben. Gut, dann machen wir das hier. Wir setzen erstmal die Karte ein, weil ich will mir die Spezialfähigkeit mal noch aufheben. Das Ding ist schon krass, ey, dass der einfach dann mal doppelt so stark ist, finde ich nicht so geil. Und wie gesagt, er wird bestimmt noch eine Karte haben, um die beiden zu vernichten. Deswegen will ich eigentlich das noch nicht einsetzen. Könnte ich natürlich durchaus, aber... ich könnte mir natürlich mal die Karte auch zurückholen. Er hat ja eh nur noch eine Karte. Na gut, das heißt, ich hätte gar nichts mehr machen brauchen. Er kann ja nichts mehr machen. Oh, ich passe. Gewonnen! So, gib mir Geld und Karte, los. Gib mir eine gute. Verrottete Mangonel. Was will ich denn mit Mangonel? Also echt mal. Pff, ist ja unglaublich, ey. Plötzlich nicht weglaufen. Tja, Mangonels. Ja, ist mir scheißegal, ob dein Papa weg ist und gegen die Schwarzen kämpft. Ich muss auch weg und gegen irgendwas anderes kämpfen. Tschüss. Ja, haben wir erstmal spannendes Kartenmatch gehabt. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.